So, neue Aufnahmesession. Willkommen zurück zu Pixel Junk Ultimate Shooter oder Shooter Ultimate, so rum. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass ein Riesenmonster hier unterwegs ist und es zwinkert die Augen. Habe ich das richtig gesehen jetzt gerade? Wir sind nämlich jetzt hier, Verdauungsstörung. Das hat natürlich der Reflex auch manchmal. Ein bisschen Verdauungsstörung. Ja. Mir geht's wieder einigermaßen ein bisschen mehr. Da ist im Übrigen der Roboter und. Wir dürfen, glaube ich, nicht zu lange. Wo müssen wir denn hin? Okay, wir dürfen nicht zu lange in dem Magentrakt sein, okay. Da war ein Diamant. Dann sterben wir nämlich. Oder auch nicht. Ja, natürlich, jetzt kommen hier wieder Gegner ohne Ende. Ach, die krabbeln auch noch. Wunderbar. Wie kommen denn Kollegen von uns dort rein? Das frage ich mich jetzt gerade mal. Hier sind noch Teile von dem... Okay. Ich meine, okay, hey, cool. Ja. Die Säure bleibt also an uns kleben. Das heißt, wir müssen uns sofort dann abspülen. Da müssen wir unten mal gucken, dass wir da unten mal ein bisschen... Ah, da war noch ein Diamant. Den möchte ich noch mitnehmen. So, zack. So. Ja, mittlerweile wisst ihr ja, wenn ihr das Video seht, wisst ihr ja mittlerweile, was das nächste große oder größere, größere Let's Play sein wird. Wo ich ja eigentlich keins machen wollte, aber darauf freue ich mich wie ein Schnitzel. Okay. Was steht denn, was steht denn hier an? Hallo? Wie komme ich denn hier raus? Vier, drei. Okay. Wo war denn? Ich meine, da hinten war noch ein Diamant. Soll ich nochmal riskieren? Hier war doch irgendwo der Diamant, oder? Oder habe ich mich da verguckt? Na egal. Ja, wie gesagt, Da dürft ihr euch natürlich drauf freuen, wie gesagt, auf das neue Let's Play. Es ist, Es ist natürlich, wer hätte es gedacht? Metro Redux. Oder Redux. Und zwar ist es, ja, die Complete Edition mit beiden Spielen. Ich werde aber wahrscheinlich nur Metro 2033 erstmal spielen. Von den Versionen. Und dann, je nachdem, wie die Resonanz ist, werde ich, schauen, ob ich dann nochmal ein zweites Let's Play mache, ein weiteres von Metro Last Light. Weil das ist, ist ja auch in der Version drin. Ja, schön. Wasser. Und wie gesagt, das gucke ich mir dann an und dann schaue ich mal, wie da so die Resonanzen sind. Ich lasse mich da echt mal überraschen. Also ich erwarte relativ viel von beiden Spielen. Ich habe beide nicht gespielt, auch nicht auf der 3er-Version, auch nicht das 33er. Das kam ja, glaube ich, gar nicht für die 3er, sondern nur für den PC, wenn ich mich jetzt nicht direkt irre. Na toll, und jetzt? Und, das ist natürlich, wie gesagt, ein Riesen- und ein Heidenspaß. Und das hat wieder ein bisschen was mit Horror auch zu tun. Cool. Wie gesagt, hat ein bisschen was mit Horror auch zu tun und dürft ihr euch natürlich drauf freuen. Gibt es hier auch sowas für Bonuslevel? In dem Magen von dem Vieh? So, stirbt alle. Gibt es hier ein Bonuslevel hier unten? Nein, natürlich nicht. Man stirbt höchstens. Aber wir haben es mal geguckt. Vielleicht möchtet ihr ja wissen, wie das ist. Ob es hier ein Bonuslevel. Was ist denn jetzt? Oh nein, man muss sich erst reinigen, bevor man die Außenwelt erreicht. Aber was ist das denn für eine Tür? Ich erreiche da doch nicht die Außenwelt, sondern... Naja, egal. Das sieht aus wie so eine Waschstraße. So, jetzt aber. So. So. Das sind unsere Freunde. Mit Wasser. Die ich eigentlich sehr, sehr gerne habe, weil Wasser... warum ist denn jetzt mein Daumen so nass? Hallo?
Ich muss mal eben den Stick reinigen. Nicht, was ihr denkt, warum der so nass ist. Hä? Hä? What the fuck? So, weiter geht's. Wer ist er denn? Okay. Ah, hier ist aber jede Menge Water. In the Water Closet. Geh erstmal hier lang. Oder fliege erstmal hier lang. Da ist zum Beispiel ein. Kein Freund von uns. Erstmal. Wow. Nein. Nein. Vielleicht kann das Gelbe was. Weißt du, vielleicht kannst du das Gelbe was. Oh, so schnell konnte ich gar nicht lesen. Aus wie eine Zunge, woran wir da gezogen haben. Oder an was anderem. Möchte ich gar nicht jetzt weiter mich zu äußern. Naja, man weiß es ja nicht. Die Frauen werden sich wahrscheinlich jetzt wieder kaputt lachen. Hey, der Reflex, der denkt immer nur an das eine. Ja, ja. So. Schauen wir mal, dass wir hier mal weiterkommen. Und hier irgendwo vielleicht einen Diamant finden. Diamant wäre echt schön. Bis jetzt habe ich noch nie einen gesehen. Ah, da war einer. Aber sonst... Da unten. Da und da ist einer und da ist einer. Und wir haben vier Stück und fliegen nach Hause. So. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen, wie gesagt, also Metro. Vielleicht werde ich auch den zweiten Teil von Metro in der Let's Play Live Show zeigen. Ich weiß es noch gar nicht. Ich muss mal schauen. Aber dazu werde ich aber erst den zweiten Teil dann in der Let's Play Live Show zeigen, wenn ich den ersten im Let's Play durch habe. Weil sie sollen ja beide sehr zusammenhängend sein, was die Story auch angeht. Da möchte ich mir halt nichts vermiesen mit. So, da ist ein Diamant, da ist ein Level Up und eine Krone und hier kommen wir durch. Und was haben wir hier? Wow, was ist das? Da können wir auf jeden Fall durchschießen, aber was bringt uns das? Blubberblasen? Blubberblasen! Aber ich kann da nicht steuern. Hallo? Ich kann nicht steuern, wenn ich in den Blubberblasen bin. Hallo? Kann ich. Ja gut. Kannst halt. Schieben mit dem Haken rein. Ach so! Ach, jetzt verstehe ich's. Haha, alles klar. Man kann auf den Blubberblasen nicht steuern, aber man kann durch den Greifhaken da in der Mitte sich so ein bisschen bewegen. Miki, schau dir mal diesen wunderschönen. Verdauungsapparat an. Diese Bestie kann geschmolzen Metall trinken, als wäre es ein Milchshake. Und die gasförmigen Eigenschaften, die dieser Schlick annimmt, wenn er verdunstet. Der Schlick? Dieser Schlick? Was ist denn Schlick? Der Schlick annimmt, wenn er verdunstet, okay. Erstaunlich. Für einen Biologen, der von einer solchen komplexen Lebensform verschlungen wird, ist das wirklich eine seltene Gelegenheit, ja. Also ist Minkin ein Biologe. Hui. Ja, jetzt schnall ich es ein bisschen. Ah, das ist cool. Es gibt das Ganze noch ein bisschen mehr Pep, aber ich suche immer noch die Diamanten. Gibt es denn irgendwo noch woanders Diamanten? Ja, da war auf jeden Fall ein Diamant irgendwo. Da war auch ein Diamant. Da haben wir schon 4 von 4. Ich will nach Hause. So. Und weiter geht's. Da sind schon wieder so Blubberbläschen. Hier scheint ein Ausgang zu sein. Sieht zumindest förmlich so aus. Da oben war auf jeden Fall ein Diamant. Da oben ist ein Kollege von uns. Den haben wir. Man kann die Blubberbläschen noch wegmachen, dann geht's eigentlich. Da ist wieder ein Diamant. Was ist das? Das wird immer dicker, wenn man drauf schießt. Oh, oh.
Das lasse ich da oben, glaube ich, mal sein. Okay, da oben ist wieder ein Diamant. Ah, okay, wenn das mit Wasser in Berührung kommt, ist es keine nette Flüssigkeit für uns. Das heißt für uns, wir werden dann vernichtet. Ja, oben wird der Ausgang sein. So wie es ausschaut, wird da der Ausgang sein. Jetzt brauchen wir definitiv Wasser. Und jetzt werden wir gleich sterben. Oder auch nicht. Oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht. Hier nehme ich erstmal Wasser mit jetzt. So. Und dann geht es jetzt hier erstmal weiter. 3 von 5 Diamanten. Ich habe es gar nicht drauf geachtet, wo noch welche waren. Oh ja. Das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt muss ich... Wasser. Aber was ist mit dem Typen? Ich mach den mal ganz dick hier. Alles klar. Sehr schön. Hui. Ja, und das soll's gewesen sein. Level 1 des Innenraums oder des Mageninneren. Die Verdauungsstörung haben wir so ein bisschen als Doktor. Ja, ich würde sagen, Sie haben eine kleine Verdauungsstörung. Dann müssen Sie, glaube ich, nochmal wiederkommen. So. Sieht aus, als wären da 1, 2, 3, 4 Level insgesamt. Das vierte ist wahrscheinlich wieder Bosskampf. Zutaten für ein Omelett. Das klingt vielversprechend. Ne? Ja, Gizmo meint auch, das ist Miau. Ein Omelett. Oh, was ist das? Tun die mir was? Aber ist schon irgendwie cool gemacht. Also mit dem Malen, das ist so... Ach, die lenken die Dings von uns noch ab. Aber natürlich. Aber die von den Gegnern natürlich nicht, ist klar. Ist schon schick gemacht irgendwie. Hat schon irgendwie einen gewissen Flair. So. Was ist das? Ach, das bildet sich immer wieder neu. Okay. Jetzt müssen wir uns da mal ein bisschen... Das ist wahrscheinlich Magensäure. Soll das wahrscheinlich darstellen. Vermute ich mal. Die Frage ist natürlich, was wir mit dem Wasser da machen können. Gucken, ob hier noch ein Diamant ist. Aber wir haben alle. Okay. Ja. Das ist natürlich sehr schön. Ach, da entstehen diese Larven. Oder was das sein soll. Hui. Nein. Schnell hier raus. Jawohl. Sonst werden wir noch aufgefressen von der Magensäure. Wenn es Magensäure sein soll. Meine Damen und Herren, ich bin der Doktor Shivago. Und ja, das ist Magensäure. Der Hungeranzug. Du kannst dir jetzt einen Weg durch die Knochen brechen. Geil. Cool, Pac-Man. Schutzschild? Darf ich den Schutzschild nehmen? Oh, wie geil ist das denn? Der bewegt sich jetzt echt wie Pac-Man. Nein, wie geil ist das denn? Hallo, ich will nach oben. Wie geil ist das denn? Ich muss jetzt echt höllisch aufpassen, was ich jetzt tue. Gibt's doch gar nicht. Hallo?
Ist ja geil. Ist ja der Hammer. Wie geil ist das denn? Wo ist der Ausgang? Ah, da unten. Jetzt sag mir nicht, da ist noch irgendwo ein Diamant versteckt, den ich jetzt hier freigraben muss. Anscheinend nicht. Okay. Naja. Aber das ist ja urig. Also wenn das voll jetzt am Pac-Man. Oh, darf ich nicht zu viel hier wegnehmen von. Ach, da unten müssen wir auch noch lang. Ah, oh, das wird aber jetzt gefährlich. Wie soll ich das denn machen? Er hält aber ein bisschen mehr Flüssigkeit aus, oder? Boah, okay. Prost. Das habe ich auch nur gedacht, dass er ein bisschen mehr aushält. Das ist natürlich irgendwie gar nicht mal so... So, ja, die Flüssigkeit am besten irgendwo hinlenken, das wäre natürlich ideal. Ah, ich weiß, warum wir nicht explodiert sind vorhin, weil wir das Schutzschild hatten. Ja, sieht ein bisschen aus wie Yoshi. Erinnert auch ein bisschen stark daran. So. So, mit der Zunge so. So, wir müssen auf jeden Fall einen Weg für die Lava bahnen, damit die so ein bisschen wegläuft oder ausläuft. Hallo? Hallo? Ja, das ist natürlich jetzt blöd, ne? Das ist natürlich jetzt ganz blöd. Ach, da unten komme ich gar nicht rein. Ach so. Was ist hier? Da wird der Ausgang sein, vermute ich mal. So. Aber da lang können wir die Lava nicht fließen lassen. Der bleibt doch nicht stehen. Wie machen wir es denn? Ja, muss ja hier. Geht ja gar nicht anders. Wow, toll, und jetzt? Wir werden doch sterben. Oder? Wir werden doch sowas von sterben jetzt. Aber das ist doch so heiß, so heiß. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist wieder mit Nachdenken. Ihr wisst ja, Reflex. Ne, die Nachdenken. Komm, währenddessen mal hier nochmal gucken, ob wir einen Diamanten nochmal finden. Ne? Sieht aber nicht danach aus, hier vielleicht. Ne. Trotzdem mal hier versuchen. Uah, okay, das war wohl nichts. Vielleicht müssen wir doch da durch. Naja. Auf ein neues. Nicht gedacht, dass es jetzt so schwer wird. Hallo, 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 hallo. Geh doch weg da. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, probieren wir das Ganze nochmal aus. Also erstmal den hier retten. Das ist gar nicht so einfach. Ich dachte, das wäre jetzt hier so total easy und hey und cool und geil und hast du nicht gesehen und überhaupt und hoch und runter. Ach, da geht's. Nein! Das wäre aber, glaube ich, fast Rätsels Lösung, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh. Pac-Man in the house. Bei Pixel Junk. Ich werd verrückt. So. Dieser doofe Stein, der fällt drauf. So. Dann nehmen wir den Diamanten mit. Graben uns hier nochmal durch. Weg hiervon. Den nehmen wir mit.
lang, ne? Den Diamanten nehmen wir mit, dann hier den Kollegen. Und jetzt unsere Rätselslösung irgendwie. Vielleicht bringt uns das ja was, wenn wir die Steine da irgendwie hinkriegen könnten. Muss man mal schauen, ne? Hat uns das was gebracht? Nö. Bringt uns das jetzt eigentlich was hier, mit dem Stein irgendwas zu machen? Toll. Na super. Fließt denn da die Lava hin? Nirgendwo, oder wie? Oder wo? Hä? Okay. Entweder habe ich mir jetzt ein Eigentor geschossen, was ich ganz stark vermute. Denn man muss ja mit dem Schutzschild irgendwie wahrscheinlich da einmal durch. Ja, und das war's. Mann! Ja gut, ich würde sagen, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Und dann schaue ich mal, wie es da weitergeht. Also, macht's gut. Ciao!